Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit Kurt Rohberg hier im Saal der W. Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Die heutige Veranstaltung ist die zweite Folge unserer im Oktober begonnenen Reihe Zeitzeugen im Gespräch, Erfahrung und Schicksal deutscher Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus, welche von der Berliner Sparkasse unterstützt wird, an der ich an dieser Stelle herzlich im Namen des Museums danken. Ich freue mich sehr, dass auch heute Abend die Resonanz so groß ist. A Visa or Your Life, so lautet der Titel der 2009 erschienenen Autobiografie des 1924 in Celle geborene Kurt Rohberg. Dies ist ein Spruch, der stellvertretend für das Schicksal abertausende deutsche Juden stehen kann. Im Fall von Kurt Rohberg steckt ein einmaliger Odyssee dahinter, die glücklicherweise mit seiner Rettung im letzten Moment endete. Die Beziehung des Jüdischen Museums Berlin zu Kurt Rohberg reicht in das Jahr 2004 zurück. Von einem Freund erfuhr er damals, dass das Museum eine Ausstellung über die Emigration der deutschen Juden nach 1933 plante und Kontakt zu Menschen suchte, die Auskunft geben könnten über ihr Leben in Deutschland, über Umstände und Ablauf ihrer Auswanderung, Flucht und vor allem über die ersten Jahre in ihrem neuen Wohnort. Kurt nahm daraufhin Kontakt mit dem Museum auf und kam Ende 2004 nach Berlin, um sich mit Mitarbeitern des Ausstellungsteams zu treffen. Wenige Monate später, im Frühling 2005, reiste die Kuratorin Margaret Kampmeier nach New York, um die zahlreichen Dokumente, Fotografien und Objekten zu sichten, die der damals 81-jährige Kurt in seinem Haus in Tenafly, New Jersey, aufbewahrte. Sie spiegelte seine Kindheit und Jugend in der niedersächsischen Kleinstadt Celle, seine Auswanderung in die Niederlande und spätere Irrfahrt ins Ausland, sowie seinen ersten Jahren im Exil wider. Margaret war von der Sammlung überwältigt und sie wusste sofort, dass sie eine wichtige Rolle in der Ausstellung spielen könnte. Als im September 2006 die Schau unter dem Titel Heimat und Exil, die Emigration deutscher Juden nach 1933 eröffnet wurde, war eine große Vitrine mit Leihgaben von Kurt Rohberg gefüllt. Über einige der darin gezeigten Objekte werden wir heute Abend reden. Kurt reiste erneut nach Berlin, um die Eröffnung von Heimat und Exil beizuwohnen. Wir sehen ihn hier im Bild vor der Vitrine mit seinen Leihgaben. Seither ist er ein enger Freund des Museums geblieben. In den letzten Jahren nimmt er regelmäßig an unseren archivpädagogischen Workshops teil und wird auch in dieser Woche eine Schulklasse und eine Gruppe von Referendaren treffen. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei der Stiftung Erinnerung, Verantwortung in Zukunft herzlich bedanken für ihre langjährige Unterstützung unseres archivpädagogischen Programms. Im Jahr 2014 übergab Kurt Rohberg seine Dokumente und Fotografien an die bei uns im Haus befindlichen Dependance des Leo Baeck Instituts. Seine zahlreiche dreidimensionale Objekte schenkte er dem Museum selbst. Für die Stiftung der gesamten Sammlung sind wir dir, lieber Kurt, äußerst dankbar und wir freuen uns sehr, dass du die Einladung angenommen hast, heute Abend an einem Gespräch vor größerem Publikum teilzunehmen. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, unser Gespräch heute Abend beginnen wir nicht mit Worten, sondern mit Musik. Ja, vielen Dank, Kurt. Was hast du da gespielt?
Das ist ein altes Volkslied der Goldene Abendsonne. Und als ich anfing, Harmonika zu spielen, zu meinem 10. Geburtstag, wünschte ich mir und kaufte ich mir eine Harmonika. Und die ist da abgebildet. Und als abends unser Küchenfenster richtete sich nach Westen. Und dann habe ich abends im Sommer, als die Sonne unterging, habe ich meiner Mutter dieses Lied vorgespielt. Und es ist immer noch eins meiner Lieblingslieder. Also so kam das. Und das heißt, dass du seit 83 Jahren ungefähr Harmonika spielst? Ungefähr, jawohl. Wir sehen hier im Hintergrund der Mundharmonika, der zur Sammlung gehört, die wir nicht aus dem Depot geholt haben, sodass Kurt Rohberg das mitspielen konnte. Er hat ein neueres Modell mitgebracht. Ja, diese habe ich erst 20 Jahre. Aber ich glaube schon, dass das in Deutschland gebaut ist, oder? Jawohl, dies ist eine Hohner, das war eine andere Marke. Kurt, du bist in Celle geboren, aber dort liegen nicht die Wurzel der Familie. Wie kam es dazu, dass dein Vater dann nach Celle übergesiedelt ist? Ja, mein Vater kam im Jahr 1905 nach Celle als junger Mann. Er hatte gerade die Lehre in der Manufakturwaren gelernt in Ahlfeld bei Hannover und wurde dann angestellt bei einer Firma in Celle, ein jüdisches Geschäft, ein Engroshaus, das hieß damals Berliner Warenhaus von Gebrüder Freidberg. Und da wurde er als Verkäufer, als Reisender angestellt. Und Reisende zu der Zeit fuhren mit dem modernsten Transportmittel ein Fahrrad. Mit dem Fahrrad fuhr durch die Lüneburger Heide und verkaufte Ware mit Musterkoffern. Tat er bis 1919 und dann machte er sich selbstständig. Seine Familie stammt aus Lemförde bei Osnabrück. Richtig. Und die Familie, die Geschichte dieser Familie ist eine sehr weitreichende, oder? Ja, also die Vorfahren meines Vaters kamen im Jahre 1690 nach Lemförde und wir haben Dokumente davon. Da kam Hedemann Levi mit seiner Frau, 8 Kindern und einem jüdischen jüdische Hilfe nach Lemförde, wurde dort Schutzjude und ließ sich dort nieder. Und die Rohberg-Familie damals, also der Name Rohberg kam erst zur napoleonischen Zeit auf, als Juden einen Familiennamen annehmen mussten. Also die Rohberg-Familie lebte dort bis 1940. Und die Familie deiner Mutter stammt aus Bayertal? Bayertal bei Heidelberg. Und die Familie meiner Mutter kam dort an ungefähr 1725. Das erste Familienmitglied wurde 1741 in Bayertal geboren und also die Familie lebte dort auch bis 1940, als meine Tante dann deportiert wurde dann nach Südfrankreich. Deportiert wurde, ja. Nach Südfrankreich, ja. Du bist also 1924 in Celle geboren, 1930 eingeschult. Ein Foto hier von vom ersten Schultag. Ja. Und hast einen älteren Bruder gehabt. Kannst du uns ein bisschen von dieser ersten Schuljahre erzählen und auch vom Kindheit mit deinem Bruder? Ja,
Mein Bruder und ich, mein Bruder war 2,5 Jahre älter und also wir verstanden uns sehr gut, haben uns auch mal verkloppt, aber naja, das gehört ja dazu, nicht? Und ich kam also 1930 auf die Schule, Volksschule, und war da 4 Jahre und kam dann auf die obere Aalschule, wo mein Bruder schon 2,5 Jahre ein Schüler war. Und ich war also in der Volksschule bis 1934. Und wir sehen hier, Kurt, ein Bild noch von der Volksschule oder ist das schon nach? Nein, das ist das erste Jahr, das ist die 6. in der Oberrealschule. Und als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, Januar 1933, ja, im Verlauf der nächsten Monate, hat sich was für dich dann in der Schule geändert? Eigentlich nicht, aber ein Tag war auf dem Schulhof, rempelte mich ein Junge von einer anderen Klasse, ich glaube, der war wohl ein Jahr älter als ich, rempelte mich an und schimpfte mich judeitzig. Ja, ich konnte daran nichts tun. Wir durften uns ja auf dem Schulhof nicht schlagen oder was. Und ich sagte ihm, du kannst mich im französischen Garten treffen. Das war ein Park nahe der Schule auf dem Weg nach Hause. Also nachdem die Schule aus war, ging ich dann mit ein paar Freunden, mit denen ich immer nach Hause ging, in den französischen Garten. Und der stand da schon mit seinen Kumpeln und wartete auf mich. Na, wir kamen an, Tornister abgemacht und man trug damals Tornister auf dem Rücken, Jacke ausgezogen. Und also ich war nun 8 Jahre alt, nicht? Und der war vielleicht 9. Und fing an zu boxen. Was wusste ich vom Boxen? Was ich mal so, was man in der Wochenschau vielleicht sah, dass Max Schmeling mal, also jedenfalls, ich war aber sehr gut im Sport. Und also ich war sehr, sehr schnell und wir, ja, rauften uns dann so. Und also hatte ich Glück und haute ihm mit der Faust auf die Nase. Und die Nase fing furchtbar an zu bluten. Na also, und Gott sei Dank war es nicht meine Nase. Gerade da kam ein Lehrer dazu. Der sagt, was ist hier los? Ja, der hat mich judizisch geschimpft. Ja, das musst du aber nicht tun. So, nun hört mal auf und geht nach Hause und die Sache ist erledigt. Also das war wohl mein Glück, nicht? Und ich ging dann in unser Geschäft, wo meine Mutter war, und erzählte ihr dann die Geschichte und sie sagte, ja, weißt du, das sollst du aber eigentlich nicht wieder tun. Schlag dich nicht mit den Jungs rum. Am nächsten Tag ging ich in die Schule und das ging anscheinend in der ganzen Schule rum wie ein Lauffeuer. Der Robech hat dem eine blutige Nase gehauen und von der Zeit ab hatte ich kein Problem mehr, hat mich nie wieder jemand belastet. Also dann kam ich das nächste Jahr in die Oberrealschule und ja, wir sehen dich hier in der dritten Reihe umgekreist. Dritte Reihe ganz links. Wie bitte? Aber ich glaube, hier was bemerkenswert auf dem Bild ist natürlich der Lehrer. Ja, der Lehrer. Das war nur 1934 und ein neuer Lehrer wurde auf die Oberrealschule gesetzt, wo also die Lehrer nur Studienräte und Studienreferendare waren. Herr Ide war nur Oberlehrer, aber er war alter PG, alter Parteigenosse, seit vor 1933 und wurde von der NSDAP auf die Schule gesetzt als Spitzel. Nicht nur um über die Schüler zu berichten, sondern auch über die Lehrer. Und es wurde mir später gesagt, dass wenn Ide ins Lehrerzimmer kam, da hörte alle Unterhaltung auf. Denn niemand wollte, dass er angezeigt wird oder dass
So war das. Das waren eben die Konditionen damals. Die meisten Lehrer waren keine Nazis und gehörten auch nicht der Partei an. Später mussten dann, die meisten sind beigetreten, aber einige meiner Lehrer, und dazu gehörte auch, also gehörten wenigstens drei meiner Lehrer, die nie bei der Partei beigetreten sind. Und war dieser Lehrer Ida besonders feindlich eingestellt gegenüber die wenigen jüdischen Schüler in der Schule? Nein, mein Bruder und ich waren die einzigen jüdischen Schüler auf der ganzen Schule von ungefähr 380 Schülern. Eigentlich nicht. Ich muss sagen, er war fair zu mir. Ich war aber auch ein guter Schüler, also er konnte nichts an mir aussetzen. Und ich habe auch mein Bestes getan, dass es so blieb. Also das Jahr verging und ich habe es überlebt. Wir sehen vom Bild her, dass es eine Schule war, wo nur Jungs waren. Ja. Also keine gemischte Klasse. Nein, es war nur eine Jungsschule, jawohl. Und wir haben auch darüber gesprochen, hier ist auch das Bestätigung an vielen von deinen Zeugnissen, steht auch, wie gut deine sportlichen Leistungen sind. Da sieht man in der letzten Zeile oben, auch sein sportliches Streben ist gut. Und anderen, wir haben ja alle Zeugnisse von Kurt Rohberg aus der Schulzeit in Celle. Und eben sein sportliches Können wird immer hervorgehoben hier. Anders sieht man ein paar durchschnittliche Noten. Hast du die Schule gern gehabt? Ja, ich bin gerne auf die Schule gegangen. Es war interessant und es hat mir Spaß gemacht. Und ich war kein Ausnahmeschüler, aber ich war so, ja, Mitte. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Und wir haben ja zuvor auch über eine von den Lehrern, Studienrat Klemm. Und man sieht hier, dass sein Unterschrift ist hier als Klassenlehrer, ja, auf dem Zeugnis. Und wir sehen hier ein Foto von Kurt in seiner Klasse, das muss ja 1936 ungefähr das war, sein. Das war 36, ja. Und der Studienrat Klemm, du hattest doch eine besondere Beziehung zu ihm. Ja, also Studienrat Klemm war dann mein Klassenlehrer von der damals Quinta, also das ist sechste Schuljahr. Ab war er mein Klassenlehrer. Und zwar war das vielleicht, sein Sohn Uli war auch ein Klassenkamerad von mir, schon von der Volksschule. Und also er wurde dann Klassenlehrer dieser Klasse und behielt die Klasse auch, also jedenfalls während meiner Zeit auf der Schule, die nächsten 5 Jahre. Studienrat Klemm war ein außergewöhnlich feiner Mensch und hat sich auch sehr um mich besorgt und also hat mich unterstützt in allem. War eine interessante Sache. 1937 war dies schon, machte die Klasse einen Ausflug. Wir wollten 3 Tage lang in den Harz fahren, auf dem Brocken gehen und so weiter. Und wir würden dann in einer Jugendherberge übernachten. Natürlich durften Juden nicht in die Jugendherberge gehen. Und als das nun in der Klasse besprochen wurde, sagte ein Junge, ja, geht denn Rohberg da auch mit? Und Studienrat Klemm antwortete, wenn Rohberg nicht geht, geht niemand. Also die Klasse ging mit Rohberg und ich war auch in der Jugendherberge und ich glaube, es hat der Jugendherberge nichts geschadet. Eine von den Objekten, die wir von Kurt Rohberg als Stiftung bekommen haben, ist diese Kasper-Figur. Und das hast du, glaube ich, 1936 in der Schule gemacht? Ja, also wir hatten einmal die Woche hatten wir Werkunterricht. Das war freiwillig und da habe ich natürlich gerne mitgearbeitet. Und in dem Werkunterricht
lernten wir, wie man also Pappmaché macht. Und ich machte einen Kasper, denn ich war immer sehr am Kasperletheater interessiert. Wenn der Jahrmarkt kam nach Celle, stand ich immer vor der Kasperbude. Also, dass ich einen Kasper mache, das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber das war bei Zusammenarbeit mit deiner Mutter, glaube ich, oder? Ja, also ja, meine Mutter nähte dann das Kleid, also den Anzug, alles andere, aber habe ich gemacht. Und als wir dann später auswanderten, nahm meine Mutter, ich habe den Kasper nicht mitgenommen, meine Mutter hat den mitgenommen, Mütter machen das nun mal, nicht? Nun, in dieser Zeit, du warst in der Schule, hatte einen gewissen Schutz ebenso von den Lehrern, kamst mit den meisten Kindern gut aus. Was wir öfters gefragt werden, wenn wir unsere Workshops machen, ist, welche Beziehungen gab es zwischen den jüdischen Kindern und den nicht-jüdischen Kindern? Gab es überhaupt, gingst du auf Geburtstagen oder gab es keinen weiteren sozialen Kontakt mit den anderen Schülern außerhalb der Schule? Außerhalb, ich muss sagen, die Schüler in meiner Klasse waren alle sehr anständig zu mir. Ich war nicht mit allen befreundet. Meistens diejenigen, die ich schon von der Volksschule kannte. Und die anderen, die meisten waren im Jungvolk. Manche haben sich nicht mit mir unterhalten oder mit mir abgegeben oder geredet. Aber gespielt eigentlich so hat niemand mehr. Wir spielten auf unserer Straße mit Kindern, aber das hörte dann auch so 1934, 35 hörte das auf. Wir hatten Nachbarn und auf dem Buch, das ich mitgebracht habe, ist auch also ein Nachbarjunge, mit dem wir sehr oft gespielt haben. Die Eltern hatten eine große Wäscherei in Celle und meine Mutter sagte, ich glaube, du solltest nicht mehr zu Kurs gehen, das ist vielleicht den Kurs nicht recht, dass ihr Junge, also geschäftlich, dass ihr Junge noch mit einem jüdischen Kind spielt und verkehrt. Also ich war ziemlich auf meinen Bruder angewiesen und war noch ein jüdischer Junge in Zelle, der ein Jahr jünger war als ich, und mit dem kam ich zusammen und spielte auch mit ihm. Aber als mein Bruder dann 1936 von der Schule abging mit 14 Jahren und die Familie beschloss, ihn zu meinem Onkel, der Bruder meiner Mutter, wohnte in Holland, war gleich nach dem Ersten Weltkrieg nach Holland ausgewandert, nachdem er in der deutschen Armee gedient hatte, und wurde holländischer Staatsbürger, und der nahm dann meinen Bruder zu sich, dass er ein Handwerk lernen konnte, denn man war sich damals schon klar, dass also Juden wanderten aus, meistens nach Palästina, und da musste man etwas Praktisches gelernt haben. Und so kam dann mein Bruder nach Holland und ging auf eine technische Schule, um Elektrotechniker zu werden. Und in diesen Jahren, 34, 35, 36, was hat sich denn für Ihren Eltern geändert? Ja, für meine Eltern änderte sich schon allerhand. Wir hatten also ein Geschäft, Manufakturwaren, meistens Stoffe, Stückware. Mein Vater reiste während der Zeit auf dem Lande und mit dem Fahrrad, noch genau wie er das vor 25 Jahren machte. Und meine Mutter führte das Geschäft, und nach 34 durften wir natürlich auch keine christlichen Angestellten mehr haben. Also sie war dann allein im Geschäft, und die Kunden wurden immer weniger, denn die Menschen wollten nicht mehr gesehen werden, dass sie in ein jüdisches Geschäft gehen. Also 1935
beschlossen meine Eltern, den Laden zu schließen. Und wir bekamen dann die Erlaubnis von unserem Landwirt, Hauswirt. Mhm. Hauswirt, um unser Geschäft in unsere Wohnung zu legen. Also das war natürlich eine Verkleinerung. Wir mussten viel davon verkaufen, erst an andere Geschäfte. Und die Ware, die mein Vater dann dachte, dass er noch an die Bauern auf dem Lande verkaufen konnte, die brachten wir dann in die Wohnung. Und ein paar Zimmer wurden als Geschäftszimmer eingerichtet. Und also das war schon eine große Umstellung. Und auch natürlich das Einkommen wurde nicht größer dadurch. 1937 bist du 13 Jahre alt geworden. Ja. Also dem Alter, in dem jüdische Jungs ihr Bar Mitzwe dann haben. Und du hast auch dein Bar Mitzwe in Celle dann gehabt, ja. In der Synagoge da. Ja. Könntest du uns ein bisschen davon erzählen, wie die Zeremonie war und ja. wie die Feier war? Ja, also eine Bar Mitzwe ist natürlich etwas Besonderes. Und ich lernte, wir hatten als jüdische Kinder waren wir von dem Religionsunterricht, der in der Schule einmal die Woche gegeben wurde, waren wir entschuldigt. Und wir hatten Mittwochnachmittag und Sonntagmorgen Religionsunterricht in einem Klassenzimmer im Gebäude bei der Synagoge. Und ich lernte dann, bekam noch extra Stunden von unserem Vorbeter, einen Rabbiner hatten wir nicht. Die Gemeinde in Celle war zu klein. Also ein Vorbeter war ein Lehrer im Ruhestand, kam nach Celle ungefähr 1925 und wurde dann der Vorbeter der Gemeinde und auch der Religionslehrer. Und also da lernte ich nun den Abschnitt aus der Tora, der dann auf meiner Bar Mitzwe, den ich dann lesen musste. Und der Tag war mein Geburtstag war im Mai, also am 1. Mai 1937 wurde ich Bar Mitzwe. Und zu der Angelegenheit wurden natürlich auch Familie eingeladen. Mein Patentante und Patenonkel kamen, die wohnten in Paderborn und mein Onkel kam mit dem Auto, hatte sich noch 1935 ein neues Auto gekauft und kam mit dem Auto an. Meine Tante aus Bayertal, die Schwester meiner Mutter, kam und also das war der Besuch, denn mehr konnten wir nicht unterbringen. Die mussten alle ja bei uns in der Wohnung schlafen, denn im Hotel war schon ein großes Schild 1934 Juden unerwünscht. Das war die wohnten bei uns. An dem Samstagmorgen dann gingen wir zur Synagoge, aber nicht als Gruppe, nicht als Familie. Zuerst ging ich mit meinem Vater und dann 3 Minuten später ging mein Onkel und Tante aus Paderborn, damit ja nicht zu viele Juden zusammen auf einmal auf der Straße gesehen werden. Also so war es nun und so genannt, keinen Risches zu machen. Und dein Bruder ist ja nicht von Holland angereist. Mein Bruder, den hatten wir natürlich auch eingeladen und Onkel Wilhelm aus Holland. Aber mein Onkel sagte, ich gehe nicht mehr nach Nazi-Deutschland.
Und also das letzte Mal, als er in Deutschland war, war 1931 zur Beerdigung seiner Mutter. Und ab 1933 kam er nie mehr wieder nach Deutschland. Also wir merken, wie stark das Leben der Familie und das Leben der kleinen jüdischen Gemeinde schon in diesen ersten Jahren beeinträchtigt wurden. Wir sehen hier ein Bild nicht von 1937, das ist ein Bild, was September 1938 aufgenommen wurde. Aber Kurt hat mir erzählt, interessant dabei ist, dass er steckt in dem Bar Mitzwa-Anzug. Oh ja. Drin, mehr als ein Jahr später, nachdem der Bar Mitzwa gefeiert wurde. Mein Bar Mitzwa-Anzug war mein guter Anzug. Und vielleicht erinnern sich hier einige, dass man einen guten Anzug oder ein gutes Kleid hatte, das nur Sonntag zur Kirche oder zu besonderen Angelegenheiten getragen wurde. Und den Bar Mitzwa-Anzug habe ich so lange getragen, bis er mir nicht mehr passte. Interessanterweise, man sieht hier, dass es ein Bar Mitzwa-Anzug für den Frühling oder Sommer ist. Also es ist ja eine kurze Hosen wurden auch im Winter getragen. Naja, mein größter Wunsch damals war eine Knickerbocker zu haben, nicht? Und die hießen damals, ich weiß nicht, auf dem Deutschen auch, plus four, nicht? Weil sie vier Zoll unterm Knie waren. Die alten gingen nur bis zum Knie und dann die neuen gingen bis hier runter. Das war ganz modern. Und die bekam ich dann auch in Holland, trugen alle Jungs Plus Fours. Als ich da mit kurzen Hosen ankam, da sahen die, dass ich ein Deutscher war. Also die kurzen Hosen wurden sofort abgeschafft und mein Onkel kaufte mir dann Knickers, wie die holländischen Jungs sie auch trugen. Mhm. Angesichts dieser Isolierung und auch des, nicht Niedergang, aber Rückgang, starker Rückgang des Geschäfts, haben deine Eltern nicht an eine Auswanderung dann zu dieser Zeit gedacht? Ich muss sagen, eigentlich nicht. Man unterhielt sich wohl und wir kamen alle, also Samstagabends, wir hatten eine Gruppe von vier Familien, denn die Herren spielten Skat und da hat man natürlich vier Männer nötig. Die Frauen unterhielten sich dann und dann war wohl auch das Gespräch darüber, Familien, die auswanderten, die ausgewandert waren. Aber mein Vater sagte immer, solange es uns hier noch gut geht. Es ging uns gar nicht mehr so gut, es ging uns schlecht, aber mein Vater war damals schon 50, über 50 Jahre alt und er hatte, mein Vater war sehr kurzsichtig. Er war auch während des Ersten Weltkrieges nicht beim Militär, weil er so kurzsichtig war. Und er hatte nicht die Courage, auszuwandern. Denn was kann man als 50 Jahre alter Mensch ohne Sprache, ohne irgendetwas und dann noch also Handicap mit Kurzsichtigkeit? Also er war sich sehr bewusst, dass er im Ausland wirklich nichts anfangen konnte. Und was nicht selten der Fall war, war es dann die Mutter, die die ersten Schritte dann unternommen hat, eine eventuelle Auswanderung in die Wege zu leiten. Und zwar war das 1938, vielleicht wird sich jemand hier daran erinnern noch, war die Machtübernahme mit der Anschluss von Österreich und kurz danach dann Hitler wollte das Sudetenland übernehmen und so weiter. Also es waren Besprechungen mit Frankreich und England, Chamberlain und Daladier und Mussolini waren natürlich dabei. Und also es waren Besprechungen und
im August 1938 sah es sehr nach Krieg aus. Und da fuhr meine Mutter vorsichtigerweise nach Hamburg zum amerikanischen Konsulat und besorgte sich Wartenummern. Denn Amerika hatte damals ein Quotensystem und für jedes Land gab es eine Quote für jährliche Einwanderungserlaubnis. England zum Beispiel, Leute, die Englisch sprachen, 54.000 wurden da zugelassen. Von Deutschland 27.000. Von Polen, ja, die Polen, die wollten niemand, 3.000. Italiener 4.000. Und so war also eine Quote auch für Amerika, die Länder, wo man lieber nicht so viele Menschen einwandern lassen wollte. Ja, hier musste man auch natürlich auch sagen, dass die Amerikaner diese Quote für Deutschland über Jahre lang gar nicht erfüllt hat. Sie haben eben nicht 27.000 Einwanderer aus Deutschland dann reingelassen. Also es war die Quote für Menschen, die aus Deutschland in Amerika eingewandert sind, also nicht allein oder ausschließlich für Flüchtlinge. Und erst nach der Evian-Konferenz im Juli 1938, wo über 30 Länder sich zusammentrafen in der Schweiz, um die Krise der deutschen Juden zu besprechen, fingen die Amerikaner an, endlich mal diese 27.000 Menschen dann doch reinzulassen. Ja. Aber erstmals hat deine Mutter erstmal Wartenummern dann besorgt. Ja, also und zwar nicht nur drei Wartenummern für uns, sondern auch für eine junge Familie, mit der wir in Celle, mit der wir sehr befreundet waren. Salomons sagte, ich nehme mal drei mit und hat es denen gegeben. Man weiß nie, wann man die mal nötig hat. Mhm. Aber die Familie ist eben nicht so schnell rausgekommen und du und deine Eltern waren also in Celle am 9., 10., 11. November, jawohl, also bei dem Pogrom von November. Und das hat die Familie sehr, sehr hart getroffen. Ja, oh ja. Also wir hatten ja kein Geschäft mehr. Es waren noch vier jüdische Geschäfte damals in Celle. Und also der 9. November war ja immer ein besonderer Tag, den wir man fürchtete sich immer, was wird diesmal am 9. November geschehen, denn das war ja immer der Jahrestag. Der Jahrestag 1923, als der Putsch von Hitler schief ging und ich weiß nicht, wie viele Nazis von der Münchner Polizei erschossen wurden. Und der wurde jedes Jahr, war ein Gedenktag. Also das war der 9. November. Nun, es kam, war ja ein Vorkommen in Paris, wo ein jüdischer Student auf die deutsche Ambassade ging und wollte den Ambassadeur erschießen und also hat aber einen anderen namens von Rath angeschossen. Das war am 7. November und er starb nun im französischen Krankenhaus gerade am 9. November. Und Goebbels, Propagandaminister Goebbels, hielt dann eine große Rede in Berlin zum Andenken an die gefallenen Nazis in München und sprach dann auch natürlich über den Mörder des ambassadorischen Angestellten und so weiter. Und so kam also das Pogrom vom 9. November zustande, denn alle NSDAP-Stellen im ganzen Lande wurden davon unterrichtet, um alle Geschäfte, alle jüdischen Geschäfte, die noch bestanden, zu zertrümmern und alle Synagogen in Brand stecken. Aber
mit der Anweisung, dass kein arisches Gut dabei beschädigt werden sollte. Mhm. Wir wussten von nichts. Morgens am 10. November, morgens um 7, geht bei uns die Haustür, die Glocke. Ich guckte zum Fenster raus, ich war schon auf, guckte zum Fenster raus und das war das jüdische Dienstmädchen von Familie Wolf, die Wolfs. Herr Wolf war der Vorsteher der kleinen jüdischen Gemeinde und die hatten noch ein Geschäft. Eins der vier Geschäfte war das Geschäft von der Familie Wolf. Also ich ließ natürlich rein, wie geht es euch? Es geht uns gut, vielen Dank. Warum bist du hier? Ja, wisst ihr nicht, was in der Stadt los ist? Nein, wir wussten von nichts. Also sie erzählte nun, dass nachts um 2 Horden kamen, nicht in Uniform, sondern in Zivilkleidung und die Fensterscheiben einschlugen, alle Ware auf die Straße schmissen und anzündeten und also das ganze Haus demolierten. Sie flüchteten sich oben auf den Boden des Hauses. Sie wohnten im Hause über dem Geschäft und also harrten da bis morgen, bis die dann wieder abzogen und dann schickten sie das Dienstmädchen zu uns, um sich zu erkundigen, wie es uns ergangen war. Also sie erzählte, ja, also das war, nun war es 8 Uhr und Zeit für mich, gewöhnlich zur Schule zu gehen. Meine Schule, die Oberalschule, war ganz nah, unser Garten und der Schulhof grenzten an sich. Also die Schule war vielleicht 150 Meter von unserem Küchenfenster. Im Herbst und Winter, wenn die Blätter von den Bäumen waren, konnte meine Mutter bei mir in die Klasse gucken. Nicht? War nicht immer angenehm, aber es hat mich nicht gestört. Also sie sagt, du gehst zur Schule genau wie jeden anderen Tag. Na, ich ging zur Schule und die Jungs, die viele kamen von auswärts und waren durch die Stadt gegangen und hatten natürlich gesehen, was da los war. Und die guckt mich so komisch an, aber niemand sagte etwas zu mir. Und dann kam Studienrat Klemm in die Klasse, sah mich da und rief mich nach vorne und sagte so ziemlich leise, Robert, weißt du, was in der Stadt los ist? Habe ich gesagt, ja, ich weiß. Ich sage, du kannst so lange hier bleiben, wie du willst und wenn du gehen willst, jederzeit kannst du gehen. Nun, als ich zur Schule ging, wir hatten zu Hause eine Trillerflöte, so eine Fußballflöte. Und wenn wir nach Hause kommen mussten vom Spielen, hat meine Mutter immer dreimal auf der Flöte gepfiffen, anstatt zu rufen. Also alle Kinder auf der Straße wussten, wenn die Flöte, die Roberts möchten nach Hause. Nicht? Also sie sagte, wenn irgendwas los ist, werde ich dreimal auf der Flöte pfeifen, dann kommst du bitte nach Hause. Ja, nach der großen Pause um 10 Uhr, ich ging wieder in die Klasse, auf einmal hörte ich die Flöte und sah meine Mutter am Küchenfenster stehen. Ja, ich entschuldigte mich, darf ich austreten, ging raus, ließ meine Bücher da und ging nach Hause. Und da sagte meine Mutter nun, ja, die Polizei war hier, die Gestapo, und hat Vater in Schutzhaft genommen, abgeholt. Und die haben auch nach dir gefragt. Und ich habe ihnen gesagt, du bist in der Schule. Ihr Sohn ist in der Schule? Ja, heute ist ein Schultag, da geht mein Sohn in die Schule. Ja, und da haben die weiter nichts gefragt. Wäre ich zu Hause gewesen, hätten sie mich auch mitgenommen. Denn ein anderer jüdischer Junge, der in meinem Alter war, Adi Schul, der war zu Hause, den haben sie mitgenommen. Die Männer wurden dann später den Tag erst nach Harburg, Hamburg geschickt und von dort, das hörten wir dann einige Tage später, Frau Wolf erkundete sich bei der Polizei und dann fanden wir heraus, die waren ins Konzentrationslager Oranienburg geschickt bei
hier bei Berlin, nicht? Nach Sachsenhausen geschickt, ja. Sachsenhausen, ja, also es ging unter Sachsenhausen oder nach Oranienburg, ja. Und dein Vater war dort dann inhaftiert mehrere Wochen? Mein Vater war da bis zum 17. Dezember. Und in der Zeit bemühte sich deine Mutter nicht nur um die Ausreise der ganzen Familie, aber auch forciert von deiner Auswanderung, von seiner Flucht aus Deutschland. Also sofort nach dem 10. November schrieb meine Mutter an ihren Bruder und bat ihn, ob er etwas arrangieren könnte, dass ich nach Holland kommen könnte. Denn Kinder wurden in Holland aufgenommen. Für Erwachsene war es anders. Erwachsene durften nicht, wurden nicht von der holländischen Regierung akzeptiert. Dein Vater ist dann zurückgekommen am 17. Dezember, war das? 17. Dezember. Und du bist dann 11 Tage später dann abgereist mit dem Zug in den Niederlanden. Das war so. Meine Mutter, schrieb mein Onkel, es war natürlich alles per Post. Telefonieren konnte man nicht und wagte man auch nicht, denn es wurde ja alles überhört. Also das ging alles per Post. Aber die Post war sehr gut, das dauerte 2 oder 3 Tage, dann hatte man eine Woche später die Antwort. Onkel Wilhelm sagte, ja, er wird versuchen, dass ich nach Holland kommen kann. Ich soll mich inzwischen vorbereiten. Also meine Mutter beantragte dann einen Pass für mich. Das war natürlich das Erste. Und der Pass wurde dann auch nach ein paar Wochen ausgestellt. Und dann wurde beschlossen, also ich musste mich vorbereiten. Dann ging meine Mutter mit mir und kaufte einen großen, so einen Kabinenkoffer. So einen. Und der war natürlich groß und schwer und wurde normalerweise von einem Dienstmann getragen. Aber ich war nun der Dienstmann. Also dann bereitete ich mich vor, alle Wäsche, was man mitnehmen durfte, musste gewaschen sein. Nicht, dass es sauber war, sondern damit man es im Ausland nicht mehr als neu verkaufen konnte. Alle Wäsche bis zum Taschentuch musste ein Monogramm drin haben, damit man es nicht verkaufen konnte. So war das. Das waren die Regeln. Und also ich packte nun meinen Koffer voll mit Kleidung, was ich mitnehmen wollte, mit Schulbüchern, die ich mitnehmen wollte. Und ich hatte auch mein Bruder und ich, wir hatten eine Briefmarkensammlung. Mit der hatten wir auch angefangen durch Onkel Wilhelm, denn er war in einem internationalen Geschäft und bekam viele Auslandsmarken, die schickte er uns dann und die sammelten wir. Und also, nein, wir hatten auch Deutschlandalbum, ein Schaubeck-Album und hier auf der rechten Seite, das war also ein Schnellhefter und da klebten wir die, also nicht klebten, sondern mit Falz die Marken ein. Und wir wussten natürlich, dass Briefmarken durften nicht ausgeführt werden, denn die waren als Devisen angesehen, denn man konnte ja Briefmarken im Ausland verkaufen und also in Geld umsetzen. Und das war dann deshalb verboten. Ja, ich wusste das ja, aber wenn ich die hier lasse, dann sind sie weg. Ich versuche mal, ob ich sie mitnehmen kann. Also tat sie in den Koffer und der Koffer, den habe ich hinten auf mein Fahrrad geladen und das Fahrrad dann zum Finanzamt geschoben, denn da konnte die Sache inspiziert werden und die würden dann den Koffer plombieren, damit ich ihn an der Grenze nicht mehr aufmachen brauche.
Na, also ich komme nun im, und meine Mutter ging nicht mit, sie sagt, du gehst alleine. Sie wollte mal sehen, wie ich selber fertig werde und es war auch sehr gut, denn naja, mit 14 Jahren, ich fühlte mich schon sehr erwachsen damals. Ich kam nun am Finanzamt an, schleppte den Koffer rauf und dann waren da zwei Inspektoren, die haben das dann alles durchgesehen, die Kleidung und die Schulbücher durch, dass da kein Geld drin versteckt war. Und dann kamen sie an die Briefmarkensammlung und der eine guckte natürlich auch durch, damit kein Geld drin ist und legte sie in den Koffer. Und da sagte der andere, ja, Briefwagen sind noch nicht erlaubt. Und der Erste sagt, Mensch, das ist eine Schülersammlung, lass ihn doch mitnehmen. Und der hatte anscheinend mehr zu sagen. Also die Marken, die beide Alben gingen in den Koffer und der Koffer wurde zugemacht, abgeschlossen und plombiert. Und innerlich tanzte ich vor Freude. Aber ich konnte natürlich nichts sagen. Die Sache war nicht nur, dass ich die Briefmarken mitnehmen konnte, aber dass ich das System überlistet hatte. Nicht? Das war, man konnte ja sonst nichts machen. Nicht? Also so kamen nun die Briefmarken nach Holland. Ja. Und da waren die Ausfuhrbedingungen sehr stark verschärft, schon im Mai 1938. Und im Hinblick auf alles, was gekauft wurde nach 1933, müssten die deutschen Juden dann eigentlich alles nochmals bezahlen, eine Art von Ausfuhrsteuer für alles, was nach 1933 angeschafft wurde, musste man eben diese Summen, die dafür ausgegeben wurden, dann wieder dann einem Amt zahlen. Wir haben im Archiv sehr viele Umzugslisten, wo alles aufgelistet ist und man sieht eben so die Preise von diesen Gegenständen, die nach 1933 gekauft wurden. 1937, man musste auch alles Goldwaren, alles, man durfte nur Eheringe noch behalten. Alles andere Gold sollte man abgeben. Man hat dann versucht, noch einige Sachen zu verstecken, aber da nahm man dann ein großes Risiko, nicht? Wenn mal Haussuchung war, eine Haussuchung konnte hier gemacht werden, wie es denn passte, nicht? Wenn die die brauchten keinen Grund, um eine Haussuchung zu halten. So anyway. Ja, und die Risiko natürlich zu versuchen, mal Sachen rauszuschmuggeln, also gegen dem Gesetz rauszunehmen, war natürlich sehr groß. Am 24. Dezember bist du dann abgereist. Und meine Frage dazu ist, es war ja gar nicht so klar, ob die Eltern dann auch nachfolgen konnten. Ja, also am 17. Dezember kam mein Vater natürlich unangemeldet nach Hause, sah und roch entsetzlich, war wirklich ein gebrochener Mann. Er erzählte dann in Stücken, wie sie maltraktiert wurden und viele Sachen hat er auch nicht erzählt, die haben wir erst später von anderen Menschen, die auch mit ihm in Haft genommen waren und im KZ waren, gehört. Er wurde am 17. entlassen und glücklicherweise wurde ein junger Mann aus Celle, Hans Salomon, zur selben Zeit entlassen. Das Geld, das sie abgeben mussten, bekamen sie nicht zurück. Nur ihre Kleidung, die Anzüge waren aufgerollt und desinfiziert und die kamen sie also verrinkelt. Denn sein Filzhut, der war ganz zerknittert. Und sie hatten kein Geld. Und da hat Hans Salomon meinen Vater geführt wie einen Blinden und haben sich genug Geld zusammengebettelt, dass sie genug Geld hatten, um von Oranienburg nach Berlin zu fahren. Und Hans hatte seine
Schwägerin, die Schwester seiner Frau, wohnte in Berlin. Der Mann war Pharmacist, Apotheker, war Apotheker, und zu denen ging sie hin, und die haben ihnen genug Geld geliehen, dass sie zurückfahren mit der Bahn zurückfahren konnten nach Celle. Also kam mein Vater nun unangemeldet zu Hause an und erzählte dann, und dann wurde dann auch beschlossen, dass ich die folgende Woche abreisen konnte. Mein Onkel schrieb an meine Mutter, dass er die Erlaubnis hatte, dass ich einwandern kann. Und so wurde beschlossen, dass ich am Heiligabend fahre, denn da war wenig Eisenbahnverkehr, also die Züge fuhren natürlich, aber waren nicht sehr besetzt. Und so wurde ich dann von meinen Eltern mit der Straßenbahn zum Bahnhof gebracht mit meinem großen Koffer, und meine Mutter hat mir einen schönen Rucksack gekauft und einen kleinen Handkoffer, und so fuhr ich nun ab. Natürlich wurde ich auch bekam viele guten Instructions, Anweisungen. Anweisungen, wie ich mich zu verhalten habe. Vor allem, rede nicht zu viel, erzähle nichts. Wenn du gefragt wirst, antworte nur auf die Fragen, erzähle nichts extra, denn ich habe immer ein bisschen viel erzählt. Nicht? Und also, wie ich mich zu verhalten hatte. Und ja, also ich war dann auf der Bahn, der Zug hielt eine Minute in Celle, also schnell rein. Ich, in ein Coupé war niemand anders drin, ich war der Einzige im Coupé. Und also ich war dann auf dem Weg nach Holland, nach Rotterdam. Kam ich an die Grenze, es war nachts. Und dann hörte ich Fußtritte, Stiefel, und dann also Tür auf, da war ein Riese in Uniform. Ja, bist du alleine? Ja. Wo fährst du hin? Nach Rotterdam. Pass und so weiter, guckt sich den Pass an, und nun dachte ich, ja, was ist mit dem Koffer, soll ich den Koffer runterholen? Und dann hörte ich meine Mutter, sag nichts und warte, bis du gefragt wirst. Und also der sagte, das ist dein Koffer? Ja. Was hast du da drin? Ja, Kleidung. Und er wollte nichts wissen. Also der Koffer war sicher, war ja sowieso verblombiert, aber also es ging alles sehr gut. Ja, und dann ging er raus, er ging nicht raus mit Heil Hitler, er sagte, gute Reise. Das war anständig von ihm. Mhm. Und dann 10 Minuten später auf einmal hielt die Bahn wieder an, ruckweise. Und dann hörte ich wieder Fußtapfen draußen und dachte, ja, wen suchen Sie jetzt? Was ist jetzt los? Man hatte ja Angst, nicht? Man wusste ja nicht, was da geschah. Und da kam ein Mann rein in Uniform, eine Uniform, die ich nicht kannte, und der sprach Holländisch. Also ich war jetzt in Holland, das war die... Also ich atmete auf, ich bin gerettet, ich bin raus aus Deutschland. Also das war ein wunderbares Ereignis für mich. Na, dann 4 Stunden später kam ich in Rotterdam an. Mein Onkel und mein Bruder waren auf dem Bahnhof und holten mich ab. Und ich kam dann, er wohnte bei meinem Onkel auch, genau wie mein Bruder, und kam dann auch auf dieselbe Gewerbeschule, wo mein Bruder war. Und ich wollte Autotechniker werden. Und da ging ich also in Rotterdam auf die Schule. Und, genau, da sehen wir ein späteren Zeugnisheft von einer Schule in Gouda. Zeugnis, ja, das ist eine Gewerbeschule in Motor...
Also wir fingen das erste Jahr arbeiten wir an Fahrrädern, das zweite Jahr an Motorrädern und das dritte Jahr an Autos. Mhm. So. Also die Eltern kamen dann doch im Frühling 1939 nach, ja, und blieben dann ja mehr als ein Jahr in den Niederlanden und konnten dann, die Eltern konnten dann mit deinem Bruder in die USA, also die Wartenummer kam dann und die Eltern haben diese drei Visa, wir erinnern uns, es wurden drei Visa beantragt, nicht vier Visen beantragt. Also die Familie hatte drei Visen und sind dann, die Familie hat entschieden, dass Eltern und deinem älteren Bruder nach Amerika fahren und du würdest dann in den Niederlanden bleiben, um deine Ausbildung zu Ende, ja, zu machen. Also das ging eigentlich so. Meine Eltern kamen im März nach Holland. Als mein Vater aus dem KZ entlassen wurde, musste er unterschreiben, erstens, dass er nicht in irgendwelcher Weise belastet wurde und dass er innerhalb von 90 Tagen Deutschland verlässt. Damals wollten sie ja nur die Juden raushaben, mussten natürlich alles da lassen. Und mein Onkel versuchte nun, meine Eltern nach Holland zu bringen. Das war aber nicht so einfach, denn die Holländer wollten auch keine Immigranten, die nur mit 10 Mark ankamen. Also mein Onkel garantierte, dass sie der holländischen Regierung finanziell nicht zur Last fallen. Und weil wir schon die Wartenummern hatten, dass sie nur auf der Durchreise sind. Und so konnten sie dann in Holland einwandern. Meine Eltern kamen dann im März, Mitte März in Holland an, um dort auf das amerikanische Visum zu warten. Wir mussten uns alle 4 Wochen bei der holländischen Polizei melden. Dann wurde eine Aufenthaltsgenehmigung verlängert auf 30 Tage, musste man wieder hin. So war das. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Sie wissen ja alle, dass im September 1939 der Zweite Weltkrieg beginnt. Aber dieser Krieg beginnt ja im Osten. Im April 1940 dann besteigen deine Eltern und dein Bruder ein Schiff und segeln nach Amerika. Du schreibst dann einen Brief an den Eltern, die bereits dann angekommen sind in Amerika, am 5. Mai 1940, also 5 Tage vor dem Einmarsch der Wehrmacht, ja, in den Niederlanden. Ja. Also sie marschieren ein, du bist in Rotterdam und wirst von den Niederländern interniert. Ja. Als Deutscher. Ja. Staatsbürger. Ich hatte hier einen deutschen Pass und war bei der holländischen Polizei registriert als Deutscher. Und als nun die Invasion kam, war ich auf einmal der Feind. Über Nacht wurde ich der Feind. Und die Polizei kam dann morgens um 9 schon und sagte meinem Onkel, dass sie mich in Haft nehmen müssen. Und ich musste dann mit, wurde interniert, wie alle anderen Refugees, Flüchtlinge, ja. Deutschen, jüdischen Flüchtlinge wurden alle interniert und die hatten nicht genug Gefängnis oder was. Wir wurden dann in einem Tanzlokal untergebracht. Da wurden Matratzen hingelegt, alles ganz schnell und primitiv, nicht? Und da waren ein paar Soldaten da, die uns bewachten. Wir wären nicht ausgerissen, also bewacht brauchten wir nicht zu werden. Und so kam dann 4 Tage später, nachdem Rotterdam sich ergeben hatte, um 12 Uhr als offene Stadt erklärt wurde, kam um 2 Uhr die Luftwaffe und fing an, die Stadt zu bombardieren. Und auch das Gebäude, in dem wir waren, denn es war direkt neben der City Hall, neben dem Rathaus. Und als nun das Dach einfiel und die Wände und so weiter, sagten die Bewacher,
Mensch, haut ab, lauft ja, rettet euch, wer kann. Und ich lief dann nach Hause. Mein Onkel war natürlich nicht da. Nahm mein Fahrrad und meine Briefmarken und was zu essen auf mein Fahrrad und fuhr dann raus in einen Vorort, wo wir Familie hatten. Und kam da dann eine Stunde später an und ich sah dann das Auto meines Onkels da vor der Tür stehen. Er war da auch hingeflüchtet, also war natürlich entsetzlich froh, dass er mich gesehen hat und so. Die Stadt war in Brand, wir sahen Rotterdam brennen, dauerte eine Woche, bis wir zurückkommen konnten. Und gingen wir zurück in unsere Wohnung und wir hatten das Glück, dass also die Innenstadt war abgebrannt, bis auf ein Haus vor unserem, das stand noch. Und alles andere war abgebrannt. Also wir hatten enormes Glück. Alles war noch genau, wie wir es hinterlassen hatten. Niemand hatte eingebrochen, niemand hatte irgendwas gestohlen. Also es war wirklich ein Wunder. Und wir sehen hier ein Zeichen, was Kurt Rohberg dann gemacht hat 1940 von einem Teil der zerstörten Stadt, eine von vielen Zeichnungen in einem Sketchbook, die er dann der Dependance des Beck-Instituts gestiftet hat. Und dann warst du da in Rotterdam unter der Nazi-Herrschaft? Ja, war ich unter der Nazi. Ja, die Zeichnung machte ich vom Dach unseres Hauses. Ich hatte keinen Fotoapparat, also habe ich gezeichnet. Und dann waren wir unter deutscher Besatzung. Und ich ging dann das Leben wurde dann so, wollen wir sagen, ziemlich normal. Natürlich waren überall die deutschen Soldaten, aber die versuchten eigentlich, sich gut zu erweisen gegenüber den Holländern. Die sagten, ihr seid Arier, genau wie wir, und wir werden uns schon verstehen. Aber die Holländer, die angegriffen wurden, ohne Grund oder was, die wollten nichts davon wissen. Und es war das Gefühl, die Holländer sahen die Deutschen an, für was sie waren. Die waren da, um Holland auszunutzen. Ja, die Niederländer, es gab eine ziemlich große faschistische Partei in den Niederlanden auch, viele Kollaboratoren. Jawohl. Genau, also das würde ein bisschen zu tief gehen, aber wir sehen hier dein Pass und das ist ein Pass, das ist nicht der Passport, mit dem Kurt Rohberg dann in den Niederlanden dann eingewandert ist, sondern das ist ein späterer Pass, was erstellt wurde im November. Wir sehen hier auch den Zwangsname Kurt Israel Rohberg. Und dieser Pass wurde in Rotterdam ausgestellt. Ja. Und ungefähr in dieser Zeit, November 1940, gab es dann einen Lichtblick, dass eine Möglichkeit eventuell geben würde, dass du denn doch dann zu der Familie dann nach Amerika wird dann auswandern können. Im Mai, mein Onkel hatte meinen Pass auf das amerikanische Konsulat gebracht und versuchte sofort für mich ein Visum zu bekommen. Aber amerikanische Konsulat wurde auch bombardiert und brannte ab und mit dem mein Pass. Ich musste einen neuen Pass anfordern, das dauerte bis zum November 1940 und das ist also der neue Pass. Nun musste ich musste auch aus der Zone an der Küste mussten alle deutschen Juden 20 Kilometer, ich musste aus Rotterdam weg und siedelte über nach Gouda mit einer Tante von mir. Und
um nun die Unterschrift zu haben, der Pass wurde in Rotterdam ausgestellt. Ich war aber in Gouda. Ich musste also zur Polizei und die Polizei sagte, schreiben Sie Ihren Namen und die bestätigten dann, dass ich das unterzeichnet hatte. Na, und mein Name war Kurt Walter Rohberg und so habe ich das geschrieben. Das wurde dann von der Polizei an die deutschen Behörden in Rotterdam geschickt. Die haben das dann eingeklebt. Gott sei Dank haben sie es so angenommen, dass ich jetzt nicht Kurt Israel unterschrieben habe. Und also so bekam ich dann meinen Pass. Und meine Mutter wurde natürlich von meinem Onkel gleich benachrichtigt, dass ich einen Pass habe. Und als ich den Pass hatte, hat sie schon mal vorsichtigerweise für mich eine Schiffskarte belegt von Lissabon. Lissabon war der einzige neutrale Hafen, von dem man noch auswandern konnte nach Amerika. Belegte sie mal Passage für mich, und zwar am 15. März. Nun, wie komme ich von Holland nach Lissabon? Frankreich war besetzt, Frankreich, Belgien waren ja alle besetzt. Und also das Gesetz war nun, es wurden Auswanderer erlaubt, aber die mussten, alle Auswanderung fand statt von Berlin aus. Also von wo man auch kam, ob ich von Holland kam oder von München, alles kam, war von Berlin. Also ich musste nun zurück, wie komme ich zurück nach Berlin? Ja, und sogar nicht zurück, sondern wie kommst du überhaupt nach Berlin? Wie komme ich nach Berlin? Berlin, genau. Ja. Da war eine holländische Frau, Frau Weißmüller, die hatte schon während des Krieges versucht, Kinder, die von ihren Eltern durch den Krieg getrennt waren, wieder zusammenzubringen, zu vereinigen. Und die versuchte nun auch, Kinder, die in Holland waren, wo die Eltern schon in Amerika waren, wieder zusammenzubringen. Also die organisierte nun einen Kindertransport. Mhm. Ich war der Erste, der an dem Kindertransport teilnehmen konnte. Und kam ich dann am 1. nach Rotterdam und hatte Erlaubnis, um nach Rotterdam zu fahren. Und mein Onkel brachte mich dann nach Amsterdam. Und durch die jüdische Gemeindeorganisation hatte ich dann die Erlaubnis von der Polizei und kam dann am 1. März mit einem Zug. Noch ein anderer Junge, der war aber nicht in meinem Abteil, war dann auch auf dem Wege nach Berlin. Und im Prinzip, Sie haben alle schon von Kindertransporte gehört, das ist was ganz, eigentlich genau das Gegenteil. Es ist ein Kindertransport, was erst zurück dann nach Deutschland dann geht, sodass eventuell eben so diese Jugendlichen dann von Berlin aus dann auswandern können, über Frankreich, über Spanien, dann nach Portugal, wo die Mutter von Kurt Rohberg ihnen eine Passage dann für den 15. März dann gebucht hat. Kurt, du kommst in Berlin an. Der Krieg ist seit 1,5 Jahren zu Gange. Die Deutschen sind auf dem Vormarsch. Was sind deine ersten Eindrücke von Berlin im März 1941? Ja, also ich muss sagen, als ich wieder über die holländisch-deutsche Grenze, da fühlte ich mich genau wie 1938, als ich noch in Deutschland war, also bedrückt. Man muss jetzt aufpassen, jedes Wort, was man sagt, dass niemand hört, dass man nicht verkehrt sagt, dass man sich richtig benimmt und so weiter. Also man muss wieder sehr vorsichtig sein. Ich kam dann in Berlin an, Bahnhof Zoo, und
Er wurde dann auch in Empfang genommen von jemand von der jüdischen Gemeinde, der Hilfsverein, jüdische Hilfsverein. Und wir wurden dann in die große Hamburger Straße gebracht. Die große Hamburger Straße war ein jüdisches Altersheim. Und obwohl ich nicht alt genug war fürs Altersheim damals, da war neben dem Altersheim war eine jüdische Schule. Und die Turnhalle der Schule war auf dem Hof des Altersheims gebaut und angebaut an ein Cemetery. Der älteste jüdische Friedhof Berlins. Der älteste jüdische Friedhof Berlins, wo auch Moses Mendelssohn begraben war. Also wir kamen dann nun an, wurden in die Turnhalle geführt und also ziemlich primitiv. Da war in der Mitte der Turnhalle war eine große Gardine gehängt. Auf der einen Seite waren die Frauen, auf der anderen Seite waren die Männer auf einfachen Eisenbetten und so weiter. Aber naja, ich war jung, ich war 16 Jahre alt und für mich war das so ein Abenteuer, nicht? Also, und ich sollte ja nur eine Woche in Berlin sein, um meine Durchfahrtsvisen zu bekommen für Spanien und Portugal. Und also dann die folgende Woche sollte ich schon auf dem Weg nach Lissabon sein, denn um also am 15. März auf dem Schiff Niassa nach Amerika zu fahren. Wir mussten gleich, wir kamen am Sonntag an, Montagmorgen zur Stadtpolizei für Aufenthaltserlaubnis, eine Woche Aufenthaltserlaubnis, kein Problem, wurde gestempelt, fertig. Nun kamen auch noch andere Jugendliche von Holland an nach einer Woche konnte ich noch nicht raus, denn ich hatte das Problem, natürlich hatte ich die Hilfe vom Hilfsverein, die sind überall mit mir hingegangen und also zum spanischen Konsulat um das Durchreisevisum und die sagten, ja, Sie können das Visum sofort bekommen, sobald Sie uns das portugiesische Visum zeigen. Denn die wollten nicht, dass ich, wenn ich das portugiesische nicht bekomme, dass ich in Spanien stecken bleibe. Also zum Portugiesen hin und die sagten, ja, Sie können das portugiesische Visum sofort bekommen, sobald Sie das Spanische haben. Denn es hat ja keinen Zweck, dass wir Ihnen das portugiesische geben, wenn Sie noch nicht einmal das Spanische haben. Also so ging das hin und her und eine Woche verging und ohne Visum. Nun mussten wir wieder zur Polizei die Zeit verlängern lassen. Naja, die haben uns noch eine Woche gegeben. Nach der Woche, dann kam die dritte Woche und nach der dritten Woche, da wurde es ein bisschen brenzlig. Da kamen wir wieder zur Stadtpolizei und Sie sind schon drei Wochen hier. Was tun Sie hier? Sie essen das Brot, das dem deutschen Arbeiter zusteht. Und also haben uns Kinder angeschrien, nicht? Also und die Person, die nun vom Hilfsverein dabei war, sagte, das wird brenzlig, da muss was getan werden. Und der Hilfsverein hat uns geholfen. Und zwar wurden wir dann auf, die Sache war so, während wir weiter so in Berlin geblieben, wären wir auf, also die, ich und die anderen Kinder, die inzwischen auch noch angekommen waren, auf Arbeitsplätze gesetzt worden, in kriegswichtige Arbeitsplätze. Und dann bekam man keine Auswanderungserlaubnis mehr von den Deutschen. Also das musste verhindert werden. Und da hatte
die jüdische Gemeinde irgendwie was arrangiert. Und zwar, dass wir auf einen Arbeitsplatz in Wannsee, wurden wir hingeschickt zur Arbeit. Und das war bei der Gestapo in Wannsee, wo später, ein halbes Jahr später, die Wannsee-Konferenz abgehalten wurde. Also nun arbeiteten wir für die Gestapo. Wir kamen wieder zur Stadtpolizei. Was tun Sie hier? Wollten die Aufenthaltserlaubnis verlängert haben? Was tun Sie? Ja, wir arbeiten bei Gestapo Wannsee. Die Stadtpolizei Gestapo hört sofort, Stempel drauf, kein Problem, nicht? Und so wurden nicht nur wir, sondern auch vielleicht 100 andere Menschen davor beschützt, um in die kriegswichtige Arbeitseinsatz zu kommen. Denn wir gingen vielleicht ein- oder zweimal die Woche nach Wannsee und andere, die wurden also durch, die Gestapo wollte nur, das wollen wir sagen, 20 Menschen täglich erscheinen zur Arbeit. Wer das war, ob das dieselben waren oder andere, das hat die nicht gekümmert. Und so wurden dann diese Plätze für ungefähr um 100 oder mehr Menschen, die auswandern wollten, davor zu schützen, dass sie nicht in den kriegswichtigen Arbeitsplätze. Richtig, zu dieser Zeit arbeiteten Zehntausende Juden, ungefähr 10.000 Juden in Zwangsarbeit in verschiedenen Fabriken und eben in diese Wehrwirtschaftsbetriebe, kriegswichtige Arbeit, sodass natürlich dann eine Auswanderung dann nicht mehr möglich gewesen wäre. Wir sind in der Zeit, wo eine Auswanderung theoretisch noch möglich war. Und die ganze Zeit ging es um diese Wiesen. Und daher kommt natürlich der Titel seines Buches, A Visa or Your Life. Hier könnte man sagen, two visas or your life. Ja. Endlich dann Mitte Mai war es soweit, dass du die Visen bekommen hast. Ja. Hier sehen wir eben so die erste Visa, den du bekommen hast. Ich will hier eben noch sagen, nach ungefähr 4 Wochen sagt die Spanier und Portugiesen wollten uns nicht mehr sehen. Die sagten, ja, ihr kamt ja von Amsterdam, das hätte in Amsterdam ausgestellt werden müssen. Eure Pässe sollten nach Amsterdam zurück. Wurden unsere Pässe nach Amsterdam zurück. Nun saßen wir in Berlin ohne Pass, ohne Mensch, ohne Pass ist man ein Unmensch. Wir konnten nichts anfangen. Dann kamen die Pässe die erste Woche im Mai von Amsterdam zurück, ohne die Visen. Waren wir nicht weiter als 2 Monate vor dem. Und dann waren Gerüchte, die Portugiesen geben doch Visen aus und so weiter. Aber es waren so viele Gerüchte, die nicht wahr waren, ob das wirklich wahr war. Nun für mich, mein amerikanisches Visum war, das ist 4 Monate gültig, war am 30. Januar ausgestellt. Am 30. Mai musste ich auf einem Schiff sein, sonst würde mein amerikanisches Visum verfallen. Also für mich wurde das jetzt ziemlich brenzlig. Du hast aber dann hier am 14. Mai 1941 das Visum von der portugiesischen Konsulat bekommen. Das portugiesische erhalten und an meinem Geburtstag am 16. Mai bekam ich das beste Geburtstagsgeschenk, nämlich das spanische Visum. Und einmal die Woche wurde ein Eisenbahnwaggon dritter Klasse, 72 Personen, erlaubt, von Berlin nach Lissabon zu fahren. Dauerte 5 Tage und man musste sich natürlich Proviant und so weiter mitnehmen. Und am 19. Mai war es soweit, da gingen wir, also 13 Kinder, alle aus Holland. Jugendliche, soll ich sagen. Die Jüngste war 11 Jahre alt, der Älteste war 19 Jahre alt und ich war nun 17. Hier sehen wir kurz so 3 von den Jungen, die dann mit
dann im Zug steigen konnten. Und das war... Ja, steht oben, eben steht ja, oben steht, links steht ja Rohberg, Platzkarte. Und dieser Zug, war das eigentlich ein verplombter Zug? Ja, wir stiegen ein. Wurde uns natürlich gesagt, die Türen und die Fenster sind plombiert. Ihr könnt die nicht aufmachen, also nur durch die Ventilation. Und ja, die brauchten keine Angst zu haben, dass wir aussteigen. Aber damit niemand mehr dazusteigt, nicht? Also war alles plombiert und dann wurde unser... dieser Wagen wurde an den Zug angehängt, der nach Paris ging. Wir kamen in Paris an, Gare du Nord, wurden dann nach 6 Stunden, wir durften ja nicht aussteigen, man musste zum Gare Austerlitz. Von da ging es nach Südfrankreich. Aber naja, gewöhnlich fährt man da mit dem Bus oder mit der Taxi, nicht? Wir wurden aber umrangiert, denn unser Wagen war ja plombiert und die Blomben durften nicht aufgemacht werden. Also du bist dann über San Sebastian, dann Spanien, ja, und dann nach ins Portugal reingefahren und in Lissabon dann angekommen am 24. Am Mai? Am 23. Mai war ich nun in Lissabon und wurde dort auch vom Hilfsverein, der portugiesische jüdische Hilfsverein, also das wurde alles meistens von amerikanischen Organisationen unterhalten, denn wir hatten ja kein Geld, wir durften 10 Mark mitnehmen und die, ja. Genau, hier haben wir auch von Kurt Rohberg aus dem Schatz, was er aufgehoben hat, auch so ein kleines Schild, wer für ihn verantwortlich ist, also der amerikanische Joint. Und dann ist es dann gelungen, denn am 30. Mai warst du auf dem Schiff und es war ja die SS Cambion. Ja. Und dann hieß es ab nach Amerika, der Schiff fährt aus, du bist ja an Bord, wie man hier sieht von der Passagierliste. Ja, ja. Und vom Board, hier ist auch so eine kleine Quittung, es unterstreicht, was Kurt Rohberg alles aus dieser Zeit aufbewahrt hat, um dann mehr als 70 Jahre später dann dem Jüdischen Museum Leo Beck Institut dann zu übergeben. Und vom Schiff aus hast du dann 2 Schriftstücke dann angesetzt. Hier ein Brief an deinem Onkel in den Niederlanden vom 5. Juni. Also bist du schon 6 Tage aufs Meer. Ein Brief, was du denn doch nicht abgeschickt hast. Den konnte ich nicht abschicken und war ein guter Grund dafür. Als ich in New York ankam, da ging etwas schief. Achso, wir kommen ja gleich dann. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber von Schiff aus hast du auch diese Telegramm dann geschickt? Ja, meine Mutter wusste ja gar nicht, dass ich überhaupt Berlin schon verlassen hatte. Das ging ja alles also ziemlich schnell. Also ich schickte ihr nun, ich musste mir Geld leihen an Bord von einem deutsch sprechenden Steward. Habe ich mir $2 geliehen, damit ich ein Telegramm an meine Mutter schicken konnte. Und es war ihr Geburtstag am 3. Juni. Also deshalb gratuliere, ankomme, ex Cambion, 9. Juni. Ich kam dann an und nur 2 Stunden, ehe wir in New York in den Hafen einfuhren, kam das Pilotenboot mit dem Piloten und mit dem Piloten kamen auch die Immigrationsangestellten. Und wurde uns gesagt, bereitet euch vor und so weiter. Und die guckten sich dann auch meinen Pass an und setz dich mal dahin. Und dann rief er mich zurück, nachdem alle anderen abgefertigt waren und sagte, ja, wie alt sind Sie? Das war natürlich alles auf Englisch. Ich hatte wohl etwas Englisch gelernt, aber in Holland. Ich musste das dann auf Holländisch übersetzen und dann meine Antwort von Holländisch auf Englisch. Also es hat ein bisschen gedauert, nicht? Und sagte also, wie alt sind Sie? Ja, ich bin gerade 17 geworden. Warum wollen Sie mit einem abgelaufenen Visum hier bei uns einwandern?
Ja, mein Visum war gültig, als ich aufs Schiff kam. Ich kam um 6 Uhr nachmittags aufs Schiff und mein Pass, mein Visum war gültig bis Mitternacht. Ja, also da ist hier irgendwas nicht richtig, denn Sie sind ja erst am 31. abgefahren, nicht am 30. Und ja, ich war ja auf einem amerikanischen Schiff unter der amerikanischen Flagge zur Zeit, als mein Visum noch gültig war. Ja, also da ist hier was nicht richtig. Sie können nicht aufs Schiff. Meine Mutter war dann da, um mich abzuholen am Pier und wurde ihr gesagt, dass ich nicht vom Schiff runter darf. Und mir wurde dann gesagt und ihr gesagt, da wäre am nächsten Tage ein Verhör auf Ellis Island. Vielleicht ist Ihnen der Name bekannt. Das ist die Insel, wo die Leute hinkommen, die also Einwandererprobleme haben. Und ich wurde dann den nächsten Morgen mit einem kleinen Boot, ich und eine andere Dame, die war in derselben Situation, ein Verhör wurde mir gesagt, ist nur eine Formalität und dann können Sie nach New York. Ja, meine Mutter war natürlich da und wir konnten es dann endlich grüßen und küssen und so weiter. Natürlich viele Fragen, die ich vorher nicht beantworten konnte. Und dann kam auch mein Fall vor den Richter und er guckte sich danach an, tja, das muss nach Washington, das kann ich hier, das kann ich nicht regeln. Also ich musste dann auf Ellis Island bleiben und die Sache dauerte über 2 Monate. Bis da irgendwas geschah in Washington. Inzwischen war ich auf Ellis Island festgesetzt, wurde der beste Ping-Pong-Spieler ein Tisch war da. Und also wenn die Stunde auf war, ob das Spiel fertig war oder nicht, man musste aufhören, nicht? Denn die Nächsten wollten den Schiff. Aber diese, was wir hier sehen, diese Münzen, hast du ja nicht verdient beim Ping-Pong-Spielen. Nein. Dann auf Ellis Island, sondern das sind die Münzen, mit denen Kurt Rohberg dann in Amerika angekommen ist. Ich glaube, es fehlen ein paar hier auf, weil es gibt ja Münzen aus Portugal, aus Frankreich und da gab es auch ein paar deutsche Groschen auch dabei, glaube ich, in diese kleine Leder-Portemonnaie. Aber dann nach 2 Monaten bist du dann doch endlich mal rausgekommen, hast angefangen zu arbeiten. Wir kürzen jetzt ein bisschen ab. Und wie so viele von den neu angekommenen Flüchtlingen, die eben im jungen Alter waren, also Kurt war 17, 1941, aber im nächsten Jahr war er 18 und im Jahr danach war er 19. Und, wie sie sich vielleicht schon geahnt hat, bist du ja gedraftet worden. Jawohl. Ja? Ja, du warst aber noch nicht amerikanischer Bürger, oder? Nein, ich hatte meine ersten Papiere, aber für die Bürger zu werden, dauerte normal 5 Jahre. Aber wenn man beim Militär war, sollte das eigentlich nur ungefähr 3 Monate dauern, nicht? Dauerte bei mir etwas länger. Also ich kam dann im August 1943, Amerika war ja natürlich seit dem 7. Dezember 1941 im Krieg mit Japan und Hitler hat ja Amerika den Krieg erklärt, nicht? Am 7. Dezember. Aber du, Kurt, bist ja glücklicherweise dann nicht nach Europa geschickt worden. Ja, und der Grund war, ich war in einer Division, die dann nach Europa kam, Südfrankreich. Aber der General sagte, ich nehme niemanden mit, der in Deutschland geboren ist, Juden oder Christen. Denn wenn ihr gefangen genommen werdet, werdet ihr anders behandelt. Und zwar nicht besser. Also ich kam dann in den Pazifik, um gegen die Japaner zu kämpfen. Und zwar auf dem Insel Neukaledonien. Erst war ich auf Neukaledonien und kam dann von Neukaledonien über
Neuguinea nach in die Philippinen und da bereiteten wir uns vor auf die Invasion von Japan. Und diese beiden Bilder hier, das ist bestimmt ein Bild links hier, das noch, links, noch also, in den USA aufgenommen? Ja. Das war, als ich mein Basic Training beendet hatte als Funker. Ich war Funker mit dem Radiogerät und Morse Code. Nicht? Ja. Und hier sehen wir auch, was jetzt im Jüdischen Museum Berlin ist, das US-Armee-Uniform und eben auch das, die Kopfhörer. Also du hattest dann aus Funker und auch deine Tasche, deine Armeetasche, ja, die du dann hattest dann in der Pazifik. Ja. Und warst dann dort bis zum Kriegsende? Ja, ich war bis zum Kriegsende in Philippinen und dann wartete ich nur, um wieder zurückzukommen nach Hause. Ich kam dann im März wieder zurück, im März 1946, endlich von Philippinen nach New York. Dauerte 4 Wochen. auf dem Schiff zurück nach San Francisco und dann mit der Eisenbahn nach New York und wurde dann am 9. April 1946 war ich wieder zivil. Ja, hier ist es auch wichtig hinzuzufügen, dass der Vater von Kurt Rohberg bereits 1942 dann gestorben ist. In Amerika, wohl auch an den Folgen. Ja, an dem hat sich eigentlich nie wieder erholt von dem Treatment, vom Konzentrationslager. Du hattest aber dann doch der Anfang einer erfolgreichen Karriere, hast deine Familie ja gegründet, ja. 2 Söhne, hier sehen wir mit deiner leider dann verstorbenen Frau, ja. Und die 2 Kinder. Ja, meine Tochter, mein Sohn sind auch 2,5 Jahre auseinander. Und meine Tochter lebt heute in New Jersey, ungefähr eine Stunde Autofahrt von mir. Und mein Sohn lebt seit 25 Jahren in Dänemark. Und Kurt ist ja, bevor er nach Berlin gekommen ist, war er in Dänemark bei seinem Sohn Paul, ja. Und hat eine erfolgreiche Karriere in der Fotobusiness gehabt. Ja, ja, also ich kam dann nach 2 Jahren, nachdem ich 1947 unser Freund Hans Salomon aus Celle, der über Shanghai nach Amerika kam, durch die Wartenummern, die meine Mutter für die Familie besorgt hatte. Also wir waren immer sehr, sehr freundschaftlich. Und die kamen dann also 1940 schon nach New York dadurch. Und der arbeitete in der Fotobranche, also en gros. Gründete dann 1945 sein eigenes Geschäft und sagte, komm Kurt, warum arbeitest du nicht bei mir? Und also nach 2 Jahren kam ich dann zu ihm ins Geschäft und kam dann in den, also auch Verkauf. Und wir machten 1952, war die zweite Fotokina in Köln. Das ist eine internationale Fotoausstellung und da wollten wir hin, geschäftlich. Und Hans wollte auch vor allem wissen, seine Eltern wurden auch von Celle deportiert und die konnten nicht mehr auswandern, wollte Sachen herausfinden von Menschen, die er natürlich kannte in Celle und ja, ich überlegte mir auch sehr und mit meiner Mutter besprach ich, ob ich wirklich zurückkehren sollte nach Deutschland. Denn im Großen und Ganzen habe ich gesagt, mich schmeißt man nur einmal raus. Nicht? Man hat mich rausgeschmissen 1938, soll ich wieder zurückgehen. Aber wir besprachen das dann und wir hatten auch wirklich gute Menschen in Celle, die uns geholfen haben und wir schickten denen dann auch
Pakete, Esspakete als nach dem Krieg an Studienrat Klemm und unsere Nachbarn und die Familie Wüstefeld, die unter uns war und uns sehr geholfen hat nach dem 9. November. Also wir waren denen sehr dankbar und ich sagte, okay, ich will nach Deutschland sehen, was da wirklich los ist. Und du warst da so, was eigentlich ungewöhnlich ist, nur 7 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs in der Heimatstadt Celle. Und das war eigentlich der Beginn von einer Beziehung zu der Heimatstadt, was bis heute dann angehalten ist. Die Stadt Celle hat auch die Autobiografie, die erste Autobiografie von Kurt Rohberg dann verlegt, also die jungen Jahre in Celle, 1924 bis 1938. Und das auch angeregt, dass sie das überhaupt tat, ja, dass ich das geschrieben habe. Ja. Und dieses Buch, auch wieder seine englische Autobiografie, A Visa or Your Life, legen hier dann aus. Sie können mal das mal anschauen, bitte mich nicht mitnehmen. Und Sie haben die Möglichkeit, dann das doch über Zeller oder über Amazon bestellen. Richtig. Ja. Und kurz bevor Kurt dann nach Berlin gekommen ist, war er wieder in Celle, wo du auch fast jedes Jahr bist, auch entweder auf dem Weg nach Berlin zu uns, wo wir Workshops zusammen machen, beziehungsweise nachdem du in Berlin warst, immer verbunden mit einer Reise an deinen Sohn Paul. Richtig. Und in der letzten Woche ist was ganz außerordentlich dann geschehen. Kurt Rohberg ist ja Ehrenmitglied geworden von der jüdischen Gemeinde Celles, aber was für ihn ebenfalls, wenn nicht noch mehr von Wichtigkeit. Er ist auch Ehrenmitglied geworden von der Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit in Celle geworden. Ja, richtig. Mhm. Ja, und wir freuen uns sehr, dass du so geehrt wirst in Celle. Wir sind sehr geehrt, Kurt, dass du heute Abend zu uns gekommen bist, um mit ein größeres Publikum zu sprechen. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Wir freuen uns sehr auf die kommenden Tage mit dir. Vielen, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.